Wir kommen nun auch zum letzten Special Topic Speaker. Und zwar dürfen wir heute Professor Rickli bei uns begrüßen. Professor Rickli ist am USB Leiter der Traumatologie, Experte primär für die oberen Extremitäten und wird uns berichten über Frakturen der oberen Extremitäten, Humerusfrakturen. Skisaison ist vorbei, gute Saison für uns. Refresher, bevor es dann wieder losgeht. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Ich möchte Sie zuallererst um Verständnis bitten. Ich bin Chirurg. Nun, das Thema, das wir hier heute haben, liegt mir sehr am Herzen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht in den letzten Jahren, weil die proximale Humerusfraktur des älteren Patienten sehr häufig ist und weil wir große Probleme hatten damit. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sprechen kann und ich darf das ruhig zugeben. Ich habe in der Vorbereitung meinen Vortrag einem knallharten Peer-Review unterzogen. Ich habe ihn nämlich meiner Frau gezeigt und sie ist Hausärztin und hat mir ein paar Tipps gegeben und ich hoffe, dass ich das heute so bringen kann, dass sie einigermaßen zufrieden sind mit mir. Jetzt brauche ich einen Pointer. Mit der Maus? Mit der Maus, also, wir fangen an mit einer Vignette. Wir haben hier einen 74-jährigen Patienten. Gibt es noch einen Pointer? Auch mit der Maus? Auch mit der Maus. Die Sendung mit der Maus. Also, fragt sich hier, wer die Maus ist. Wo ist die Maus? Also, Sie sehen hier, dass hier eine Fraktur ist, Subkapital, auch mehrere Fragmente, hier noch Tuberkulum. Die Frage ist, was machen wir? Und wir dürfen jetzt hier mal wählen, weil es geht ja um dieses Thema ein bisschen, operativ versus konservativ. Die Frage ist, was würden Sie tun? Geht das alles von meiner Redezeit ab jetzt? Ja. Noch einmal drücken, die Maus. So. Also, nur eine Zug. Sehr gut, also 40%, 60% operativ, konstruktiv. Wir werden auf diesen Fall zurückkommen. Ich möchte zuerst mit dem starten. Das ist eine andere Situation. Wir haben hier einen 40-jährigen Patienten. Mit dieser Fraktur. Sie dürfen wieder sagen, was das ist. Ein normales Röntgenbild der Schulter, eine praktisch undislozierte proximale Humerusfraktur, eine posteriore Humeruskopfluxationsfraktur, eine anteriore Humeruskopfluxationsfraktur oder Cumnitrus. Wenn wir vielleicht mal zurückgehen, das ist das Bild. Und Sie dürfen wählen. Wieder die Maus. Space. Also es ist einfach nicht so wie mit Protonen und so, das hat mich beeindruckt. Ich bin ja immer beeindruckt, wenn ich es nicht verstehe. Also jetzt haben wir hier Resultate, sind wir gespannt. Jetzt drücken wieder. Gut, das ist spannend. Ich zeige Ihnen jetzt den Vorteil, den wir haben. Wir können nämlich immer ein CT machen. Und da sieht man es. Sie sehen, dass dieser Humeruskopf hinten verharkt ist, am hinteren Glenoidrand. Das ist eine schwere Verletzung, meistens vom jungen Patienten, eine posteriore Humeruskopfluxationsfraktur. Und das ist natürlich eine absolute Operationsindikation. Und wir können das auch gut mit diesen schönen Platten. Wir freuen uns immer sehr. Wir können das anatomisch reponieren, in allen meisten Fällen, und stabil fixieren, sodass der Patient früh funktionell nachbehandeln kann. Hier
Wieder ein junger Patient mit dieser Fraktur, ist ein bisschen anders. Sie sehen auch das 3D-CT. Man sieht, wie der Kopf extrem im Valgus ist und wie die Tubercula wie weggesprengt sind. Junger Patient, was machen wir? Das ist wahrscheinlich meine Frau, Entschuldigung. Nein, ist nicht meine Frau, muss ich es auch nicht abnehmen. Meine Frau ruft mich immer an, wenn ich einen Vortrag habe. Immer. Wo immer ich bin. In Kolumbien oder irgendwo, ist egal. Also. Genau. Das ist die Domäne der operativen Therapie, ist ganz klar. Und wir können das auch, ich weise Sie auf etwas hin, auf ein Detail. Sie sehen, wie der Humeruskopf da wie ein bisschen hängt. Aber wir können diesen Kopf halten mit unserem Implantat. Und Sie sehen, wie das dann auch schön geheilt ist hier, keine sekundäre Dislokation. Wir haben diese wahnsinnsschöne Filosplatte, mit der können wir alles machen. Wir lieben die Filosplatte, es ist wie ein Schweizer Armeemesser. Die Filosplatte funktioniert wunderbar in jungen Patienten mit gutem Knochen. Wir können, wir wollen, wir müssen anatomisch reponieren und können es dann halten, diese Reposition. Und damit können wir früh funktionell nachbehandeln. Wir müssen einige reoperieren, müssen, wollen oder der Patient wünscht das zur Metallentfernung, aber in der Regel haben wir sehr gute Resultate. Aber hier, 75-jähriger Patient, Varus, 2-Fragment-Fraktur, operiert, Filosplatte, intraoperativ, gar nicht schlecht, ein bisschen impaktiert und das ist das erste postoperative Bild. Sieht genau aus wie das Unfallbild. Ja, ein Problem irgendwie. Haben wir reoperiert, jetzt ist nochmal viel besser operiert. Hier sehen Sie das Post-op-Bild anatomisch, da ein bisschen besser abgestützt. Nach 6 Wochen, nach 3 Monaten, Kopf ist wieder im Varus. Kopf ist wieder im Varus und es ist nicht so, dass die Schraube penetriert, sondern der Kopf rutscht über die Schrauben, sodass die Schrauben zuletzt protrudieren. Und jetzt sind wir bei der 3. Operation. Das ist die Situation, das ist nicht gut. Anderes Beispiel, umgekehrt, nicht Varus, sondern Valgus, 79-jährige Patientin, schön aufgerichtet, das Tuberculum maius hier ein bisschen reingelegt, 8 Monate, 10 Monate, Kopf kollabiert, Kopfnekrose, schlechtes Resultat, unglückliche Patientin. Und der dritte große Gruppe, diese Schärverletzungen, diese Abschärverletzungen. Und auch immer ein vaskuläres Problem, wie Sie hier sehen. Kurzes Fragment, mit Platte versorgt. Das ist das Endresultat, Kopfnekrose, unglückliche Patientin. Und das ist da der Grund. Sie sehen hier die Simulation, ein guter Knochen, was passiert mit Bending Forces? Die Platte biegt sich. Weil das alles schön hält. Was passiert beim schlechten Knochen, wie wir ihn bei den älteren Patienten haben? Er schneidet durch wie Schweizer Käse. Das ist das Problem. Also wir haben hier ein super Tool, Schweizer Armeemesser, funktioniert super, nur haben wir jetzt plötzlich den falschen Patienten dazu. Es funktioniert einfach nicht. Und das Problem sieht man jetzt zum Beispiel hier, Varus in 3D, super diese 3D zum Planen. Aber das Hauptproblem sehen wir gar nicht in 3D. Das Hauptproblem ist hier. Denn sie im 2D, diese Kalotte, ist nur noch eine schmale Schale. Und wir können hier mit unseren Schrauben, die kommen vielleicht hier hin, wir können das gar nicht halten. Wir haben also ein super Implantat, das entwickelt wurde in den 80er Jahren, bei den Jungen wunderbar funktioniert, hat man es mehr und mehr bei den Eltern gebraucht. Die Patienten wurden auch älter und jetzt haben wir den Salat.
es ist nicht gut. Hier noch diese Patientin, Sie sehen dann intraoperativ, dass das nur noch eine Schale ist und darum haben wir hier primär eine inverse Prothese gemacht. Wir haben das mal angeschaut, analysiert, mal grob und wir haben einfach gesehen, dass diese Phyllosplatten das biomechanische Problem, das wir lösen müssen, nicht lösen können beim älteren Patienten. Hier ein Patient wieder 74, eigentlich schön reponiert mit dieser Platte, wunderbar. Sie sehen nach 6 Wochen bereits Schraubenpenetration, dann hier noch mehr Kopfnekrose und unhappy patient hier. Unglücklich, schmerzhaft. Hier diese Patientin 88, schön reponiert, Varus posterior, dann hier rutscht runter. Tuberculomaius weg, Schraubenpenetration, unglückliche Patientin. Immerhin 2 Operationen. Wir haben nämlich das Metall entfernen müssen. Wir haben dann eine Dissertation gemacht, wir haben retrospektiv geschaut, was haben wir da gemacht, 2011 bis 2013, analysiert, das waren 157 Patienten. Damals haben wir 2/3 der Patienten operiert. Und wir haben eigentlich gar nicht mehr richtig gesehen in den Gruppen A-Fraktur, B-Fraktur, wieso wir den einen operiert haben und den anderen nicht, haben wir nicht mehr richtig herausgefunden. Interessant, von diesem Patientenkollektiv, 2-3 Jahre später, sind 44% entweder gestorben oder dement. Das ist das Krankengut, was wir hier behandeln. Das wusste ich vorher nicht. Und dann haben wir etwas gemacht und ich habe mich sehr gefreut, dass Professor Zimmermann ein Dia gezeigt hat. Er hat nämlich geschrieben, gesagt, wir besprechen das Behandlungsziel mit dem Patienten. Aber es ist eigentlich schon so, ich meine, wer in dieser ganzen Welt interessiert sich für einen Constant Score? Sicher nicht der Patient. Der Patient, der ältere Patient, darum sage ich immer, man muss den Tante-Betli-Test machen. Im Familienfest, Tante-Betli, 82, und dann sagen, Tante-Betli, raise your arms. Und dann macht Tante-Betli, ja, das ist alles tiptop. Tiptop, wunderbar. Tante-Betli macht nie so, nie. Tante-Betli macht so, es geht tiptop. Also diese Patienten haben einen anderen funktionellen Anspruch und das Behandlungsziel ist, dass sie wieder nach Hause können zum Büsi. Das ist das Behandlungsziel und dazu brauchen wir eine schmerzfreie Schulter in einem vernünftigen Funktionsstatus und nicht 3 Operationen, sind sie nämlich nicht mehr die gleichen wie vorher. Also ist eigentlich der entscheidende klinische Outcome-Parameter ist, wie schnell, ob überhaupt und wie schnell diese Patienten wieder zu Hause sind in ihrem prämorbiden Funktionszustand. Und darum haben wir gesagt, wir machen eine Studie, retrospektiv habe ich Ihnen gezeigt und prospektiv und das ist der Outcome-Parameter. Verlieren Sie an Selbstständigkeit oder können Sie wieder zurück in Ihre ursprüngliche Umgebung? Mit diesem ganz einfachen Scale. Wir haben Zoom-Scale genannt, weil der Norbert Zoom bei uns arbeitet und sich sehr für diese Dinge interessiert. 1 ist zu Hause selbstständig, 2 ist zu Hause mit ein bisschen Hilfe, 3 ist in einer Umgebung, wo Sie Hilfe beanspruchen können, aber selber kochen, Sie kennen das alle, und 4 ist dann einfach pflegebedürftig. Dann haben wir gesehen, bei dieser retrospektiven Gruppe, wir haben bei den Operierten, wir haben dann geschaut, Subgruppenanalyse, Operierte versus Nicht-Operierte, über 3-mal mehr Risiko, also gleiche Patienten, vergleichbar, Geschlecht, Komorbiditäten, Alter, Frakturklassifikation, alles schön vergleichbar, 3-mal höheres Risiko an Selbstständigkeit zu verlieren. Das kann bedeuten, dass sie ins Pflegeheim müssen wegen dieser Fraktur. Wir haben schlechtere Funktionskurs bei den Operierten und wir haben natürlich alle diese Komplikationen, die wir bei den Nicht-Operierten nicht haben. Die gute Nachricht ist, alle diese Patienten, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, alle diese Patienten muss man gar nicht operieren. Man soll sie nicht operieren. Wir sollen sie konservativ behandeln.
alle proximal humerus Frakturen mit genügend Kontakt vom Schaft zum Kopf und den Tubercula kann man konservativ behandeln. Und konservativ behandeln heißt nicht behandeln. Wir operieren gerne, das ist das Einzige, was wir können. Aber nicht operieren heißt nicht, wir enthalten dem Patienten die richtige Behandlung vor, sondern das Nicht-Operieren ist die edelste Tat des Chirurgen. Es ist besonders in diesem Fall die richtige Therapie. Und das ist das Schema, das wir brauchen. Wir immobilisieren 2-3 Wochen, lange genug. Man kann Körperpflege machen aus dem Orthogilet, aber einfach die ersten 2-3 Wochen nicht schon das Ziel haben, Beweglichkeit, sondern einfach Schmerztherapie und Körperpflege. Der Arm kann gebraucht werden, um eine Zeitung zu halten oder auch zum Essen oder so. Ab der 4. Woche beginnen wir mit Physiotherapie, dann ist die Fraktur meistens schon ein bisschen fest. Und dann geht es so weiter. Wir röntgen am Anfang einmal, um zu erfassen, ob es relevante sekundäre Dislokationen gibt. Und dann, nach 6-8 Wochen, um zu schauen, ob die Fraktur konsolidiert ist. Das ist das Behandlungsschema. Auch die 3- und 4-Fragmentfrakturen, im Moment, wo die Tubercula mit dem Kopf noch intakt sind, dann verhalten sie sich wie 2-Fragmentfrakturen, kann man alles konservativ behandeln. Wir können sie alle konservativ behandeln. Alle. Auch die 3-Fragment, auch die Varus, alle. Varus. Ich bin aufgewachsen und habe gesagt, ja, wenn ihr so im Varus, da kommt nie mehr hoch mit dem Arm, nie mehr. Hier. Varus. Kommt schön hoch. Also, sind wir wieder da. Was machen wir mit ihm? Die Hälfte oder ein bisschen mehr gesagt konservativ und die anderen operativ. Wir haben, jetzt können Sie nochmal wählen. Konservativ, sind Sie immer noch der Meinung? Philosplatte, inverse Prothese oder Schicksal-Rickli? Jetzt hoffe ich natürlich schon sehr, dass Sie die richtige Antwort geben. Ah, super. Ja, das ist super. Da unten dürfte es noch ein bisschen mehr sein, aber ich bin sehr zufrieden, sehr zufrieden. Ich muss das ja alles meiner Frau berichten heute Abend. Also, wir haben es konservativ behandelt. 3 Wochen, hier 3 Monate, ein bisschen im Varus, aber schön geheilt. Schön geheilt. Keine Kopfnekrose, keine Schraubenpenetration. Und das ist der Patient. Ich habe da auch Video, wie er da so macht. Liegestütz. Ich habe immer gesagt, stopp. Aber er hat gesagt, nein, es ist super. Also ganz so einfach ist es leider nicht. Es gibt eben auch Frakturen, wo es anders ist. Aber das sind die Minderzahl. Das ist die Minderzahl. Jetzt haben wir so etwas, komplette Dissoziation vom Kopf und vom Schaft, da müssen wir was tun. Es ist zu 100% disloziert und da machen wir heute Marknägel. Das ist der eine Typ, Shear Type, was komplett dissoziiert ist. Und dann gibt es noch Varus Posterior. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild. Hier auch wieder komplett aber lang und dann dieser Marknagel, das funktioniert wunderbar. Wir haben ein komplett anderes Komplikationsspektrum, Nagel versus Platte. Wenn wir ein Problem haben mit dem Nagel, wenn wir ein Problem haben mit der Platte, sind wir immer sofort wieder im OP. Reoperation, 2-mal, 3-mal, grauenhaft. 80-jährige Patientin. Beim Nagel ist es ein bisschen anders. Da kommen wir oft davon, manchmal müssen wir einen Bolzen rausnehmen, kann man eine Lokalanästhesie machen, aber wir müssen nicht die Patienten reoperieren. Das ist ein typischer Fall. Oder hier sehen Sie, das ist ein Varus und hier geht der Schaft vorne raus. Das ist noch
posterior, der Kopf fließt nach posterior und das geht nicht konservativ, weil die vorne in den Delta spießen, es tut auch weh, zerstört die Muskulatur, varus posterior, das sehen Sie übrigens hier schön, wie das nach hinten dissoziiert ist, sieht man im AP-Bild nicht und dann diese Nageln, das funktioniert auch nicht bei ganz allen, aber in der Regel wirklich sehr gut. Dann haben wir diese Patienten, da ist das Problem, dass das Tuberkulum mit dem Kopf nicht mehr im Verbund ist, eine ganz andere Situation. Und das gibt auch funktionell schlechtere Resultate, Sie sehen das auch im Nährbild, wie das hier dissoziiert ist vom Kopffragment, das Tuberkulum hier hinten weg. Und da machen wir heute primär inverse Schulterprothesen. Das ist relativ neu, aber mittlerweile auch etabliert. Es gibt 10-Jahres-Resultate, 15-Jahres-Resultate. Und das funktioniert wirklich gut. Das ist eine inverse Schulterprothese, ich zeige Ihnen ein Beispiel. Also für diese Situation, wo die Tuberkula dissoziiert sind vom Kopf und bei Luxationsfrakturen machen wir primär inverse Schultertotalprothesen. Das ist so dieser Typ. Sie sehen, die Kugel ist jetzt da, wo die Pfanne wäre. Und die Pfanne, also die Konkavität, ist jetzt da, wo normalerweise die Kugel wäre. Und das geht zusammen mit einer Veränderung des Drehzentrums. Wir medialisieren und inferiorisieren das Drehzentrum und damit kann der Patient auch ohne Rotatormanschette mithilfe des Delta den Arm heben. Das ist das Ding von Gramont. Diese Delta-Prothesen funktioniert wirklich sehr gut. Hier haben Sie ein anderes Beispiel mit dieser schweren Fraktur hier und eine Dissoziation vom Tuberkulum komplett vom Schaft und vom Kopf, primär mit dieser inversen Prothese. Ich sehe jetzt, nach fünf Jahren funktioniert immer noch wunderbar. Hier das Beispiel Luxationsfraktur. Das hat keinen Sinn, in diesem Alter etwas zu rekonstruieren. Auf der anderen Seite sind wir sehr glücklich mit dieser Prothese. Wir haben prospektiv das angeschaut, neues Schema. Wir haben 2011 bis 2013 fast 70% operiert. Wir haben jetzt diese Serie. Sie sehen, 73% konservativ. Wir sind gerade komplett umgekehrt. Und 15% Delta-Prothesen, Nägel und Phyllosplatten sind eigentlich nur noch Spezialindikationen, wo wir das brauchen. Sie sehen hier die Komplikations. Das sind 5 Komplikationen natürlich bei den Operierten, aber hier 2 Platten, 2 Komplikationen. Wir haben das näher analysiert und wir haben dann diese prospektive Gruppe verglichen mit der retrospektiven Gruppe. Und da haben wir auch gesehen, obwohl wir 2/3 oder fast 3/4 jetzt nicht mehr operieren, gegenüber vorher operieren, haben wir immer noch weniger Patienten, die an Selbstständigkeit verlieren. Also mit dem neuen Konzept haben wir mehr Patienten, die den gleichen Selbstständigkeitslevel halten können und wieder hey zum Büsi. Die klinischen Scores sind vergleichbar. Wir haben keinen Vorteil von der Operation. Und die lokalen Komplikationen sind natürlich, waren in der früheren Gruppe auch viel höher als in der Gruppe, in der prospektiven, wo wir nur noch sehr selektiv operiert haben. Also um das zusammenzufassen, heute darf man sagen, und man sieht auch, wie sich die Literatur ändert, die meisten Frakturen beim älteren Patienten, also nicht bei mir. Bei mir müsste man operieren, aber beim älteren Patienten kann man konservativ behandeln. Aber es kommen jetzt diese Meta-Analysen, die zeigen und sagen dann zuletzt, Summer Conclusion, ältere Patienten, Patienten über 65, 70, so Größenordnung, soll man konservativ behandeln. Das stimmt und stimmt nicht. Die meisten soll man konservativ behandeln. Aber es gibt eine Gruppe von Patienten in dieser Gruppe, die man operieren soll. Man muss sie einfach richtig auswählen. Es sind die, wo der Kopf mit den Tuberkula keinen Kontakt mehr zum Schaft hat. Es sind die mit den komplett dissoziierten Tuberkula und es sind die Luxationsfrakturen. Die operieren wir mit primär Inversen oder mit Nägeln.
Hier noch zum Abschließen und weil das so schön ist, in Erinnerung, dieser Patient, der das alles sehr schön illustriert, damit Sie das nicht mehr vergessen. Und hier ist noch einmal das Schema, das wir brauchen für die konstruktive Behandlung. Wir immobilisieren 2-3 Wochen, also nicht Schulter wird steif, sofort operieren oder bewegen, sondern 2-3 Wochen ruhig stellen, nur Körperpflege, Komfort und dann beginnen schön süferli mit Physiotherapie. Nach 4 Wochen kann man bereits aktiv assistiert Röntgen am Anfang, um die Sekundärdislokation zu erfassen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Fraktur in etwa konsolidiert ist, nach 6-8 Wochen. Vielen Dank.